3 Verletzte und ein Schaden von ca. 12.000 Euro ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße zwischen Eichtal und Eckartalfingen. Ein 59-Jähriger war kurz vor 6 Uhr mit seinem Sprinter auf der K1228 von Eich herkommend unterwegs. Da er auf der schmalen Kreisstraße nicht weit genug rechts fuhr, kam es kurz vor einer Linkskurve direkt neben der B312 zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Renault Clio eines 19-Jährigen. Der junge Mann versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Der Aufprall war so stark, dass der PKW von der Straße abkam und sich drehte. Der Sprinter kippte auf die Beifahrerseite und blieb quer auf der Straße liegen. Beide Fahrer sowie eine 58-jährige Beifahrerin in dem Fahrzeug des Unfallverursachers mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gefahren werden. Über die Schwere und Art der Verletzung ist noch nichts bekannt. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 45 Einsatzkräften aus mehreren Ortschaften an die Unfallstelle. Die Kreisstraße musste vor ca. 3 Stunden vollgesperrt werden. Die Gemeinde Großbettlingen fördert in ihrem Ort die Generationsverbindung mit einem gemeinsamen Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen. Das Ende 2010 aus finanziellen Gründen stillgelegte Hallenbad bekommt nun eine neue Aufgabe. Mit einem Investitionsvolumen von rund 2,5 Millionen Euro, wovon 1,2 Millionen Euro Zuschüsse sind, wird aus dem ehemaligen Hallenbad ein Forum der Generation für Jung und Alt. So sollen alle Räume multifunktional genutzt werden können. Es wird auch so sein, dass bestehende Einrichtungen wie Gymnastikhalle, Sporthalle und mit zusammengeführt werden. Es soll auch geschaut werden im Rahmen einer freiwilligen Akademie, wo wir Möglichkeiten sehen, dass die Menschen der Gemeinde noch stärker als bisher zusammenkommen. Martin Fritz wünscht sich, dass eine Stätte entsteht, in der sich alle wohlfühlen. Ich organisiere die verschiedensten Angebote hier dann später im Forum und auch die Begegnung in diesem Generationencafé. Also es soll verschiedenste Angebote geben, Sport, Bewegung, Gesundheit, Wellness, aber auch das Thema Sprachen, generationsübergreifende Angebote und natürlich die Begegnung als solches soll gefördert werden. Im Außenbereich entsteht ein Bewegungsparcours mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Übungen im Bereich Kraft, Gleichgewicht und Koordination können durchgeführt werden. Die Gemeinde wird mit freiwilligen Mentoren die Benutzung für die Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Bereits am 23. April wurde die Ausstellung Visions in View in Oberboingen eröffnet. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, analog zu fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera. Habe Mitte 2008 umgestellt auf digitale Fotografie mit 2 Spiegelreflexkameras und mache gerne veränderte Bilder mit Photoshop. Ich habe meine Betrachtung, sehe ich Dinge, kleine Dinge auch, die andere vielleicht nicht so darstellen würden. Und ich bin immer gespannt auf die Betrachtungsweise der Zuschauer, die das nachher bewerten dürfen. Auch Bürgermeister Thorsten Hoge freut sich über die Ausstellung. Wir bieten hier in Oberboingen Künstlern, Fotografen, Malern immer wieder die niederschwellige Möglichkeit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Begriff Freizeit oder Hobbykunst trifft auf die ausgestellten Werke sicherlich nur in der Weise zu, dass die Künstler, die bei uns ausstellen, ihre Profession nicht beruflich, sondern ausschließlich in ihrer Freizeit ausüben. Für alle, die diese Werke noch gerne sehen möchten, die lade ich ganz herzlich ein, nach Oberboingen zu kommen und bei uns am Ort einen schönen Tag zu verbringen in Kombination mit einem Ausstellungsrundgang. Sie können die Ausstellung noch bis 7. Juli im Rathaus Oberboingen besuchen.